Seid ihr bereit für das Wunder der Technik, was sich denn da nennt? Mumu-Fakten Teil 2. Wir fangen unabhängig an von dem, was wir gestern gemacht haben. Frauenversteher Teil 2. Erster Teil war 5,15 Punkte. Werden wir mehr Punkte kriegen? Ich glaube nicht. Ich bin bereit. Let's go. Die Fortsetzung, auf die ihr alle gewartet habt. Ich habe nicht drauf gewartet. Wie viele Muschi-Fakten gibt es, Jan? Sehr viele. Habt ihr das gehört, liebe Freunde? Es gibt einen Scheißhaufen an Muschi-Fakten und über die reden wir heute. Feuchte Fakten Teil 2. Let's get this party started, ohne jetzt weiter drum herum zu reden. Ja. Das ist ein Klassiker und hat nicht krass direkt was mit Mumus zu tun, aber Frauen hassen den Spruch. Was für ein Spruch könnte es sein? Was für ein Spruch könnte es sein? Weiß ich nicht. Ah, oh, bist du wieder schlecht gelaunt? Hast wohl deine Tage! Tage oder so. Aber bei Tagen wird man emotional. Ist es das, worauf sie hinaus will? Weil das hatten wir im letzten Teil und dann ist das schon ein Punkt für mich. Man kann auch schlecht gelaunt sein bei den Tagen. Nicht unbedingt, weil man Stimmungsschwankungen hat, sondern weil man Schmerzen hat, Unterleibsschmerzen hat. Ha! Ha! ...des Jahrhunderts hat und trotzdem zur Arbeit, zur Schule, zur Uni oder wohin auch immer kommen muss. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine mega heftige Grippe. Und das tut richtig weh und dann müsst ihr trotzdem zur Arbeit gehen und dann sind alle so komisch, weil die nicht wissen, warum du so angepisst bist, ja? Ha? Krasse Gelenkschmerzen, ich weiß es natürlich. Kaum atmen, krasse Kopfschmerzen. Ja. Die Sonne, die ihr seht, blendet euch in den Augen, die müsst kotzen. Und ihr steht auf der Arbeit und ihr habt gar keinen Bock gerade da zu sein und wollt einfach nur im Bett mit einer Wärmflasche liegen. Und das bin ich. Sagt, hast du deine Tage so schlecht, wie du gelaunt bist? Oder bist du wohl krank oder warum bist du so schlecht gelaunt? Aber das ist jetzt kein Fakt. Zählt das als Punkt oder nicht? Das entscheidet ihr im Chat. Haha, lustig. Es ist nicht lustig. Wir hassen es alle, unsere Periode zu kriegen. Und es ist einfach schmerzhaft und nervig. Okay, kein Punkt. Ein bisschen sensibler. Kein Punkt. Also, sagen Sie da kein Punkt, was sagt der Rest? So maximal dumm sein. Nächster Fakt. Es ist kein richtiger Fakt, aber es ist mein Fakt. Es gibt kein vernünftiges, gutes, umgangssprachliches Wort. Für Vagina? Doch. Für Mumus? Doch. Ein vernünftiges Wort, da widerspreche ich. Es gibt ganz schön viele coole Wörter für Mumus. Zum Beispiel Mumu. Mumu ist ein cooles umgangssprachliches Wort für Mumu. Lustgrotte. Mumu ist doch cool. Als ob jemand jetzt sich hinstellt hier und sagt, Mumu ist nicht cool. Als ob. Ihr geht doch jetzt hier nicht hin und sagt. Ich meine, für... Oh Gott, was ist jetzt hier passiert? Für Männer kann man einfach sagen, das ist so, kann man normal sagen. Es ist eigentlich von jedem mehr oder weniger angenommen. Es ist nicht krass verniedlichend oder seltsam, ne? Aber bei Frauen gibt es was. Muschi, es klingt wie, Ich gucke jetzt nach Synonym. Synonyme Vagina. Mein Chatverlauf ist eh gefickt. Haha, jetzt... Jetzt guck da mal. Scheide zum Beispiel. Hm? Tja, cool, sachlich, auf den Punkt. Ein Wort, was eine 14-Jährige benutzen würde. Es gibt Mumu, was ungefähr im gleichen Level ist wie Lulu. Stell dir vor, du liegst mit einer Frau im Bett und die sagt sowas wie, oh Mann, dein Lulu sieht aber richtig gut aus. Ist doch super! Hä? Das ist super! Anderes Synonym. Will ich, glaube ich, alles im Stream nicht sagen, wenn ich ganz schön ehrlich bin. Boy, Google, Alter. Google ist deep. Das ist schon. Das sagt keiner. Und das ist genauso beschissen bei Frauen. Es gibt kein gutes Wort dafür. Mein Lieblingswort ist und bleibt Schmuckkästchen oder Lustgrotte. Aber was? Okay. Ich habe so viele Fanfictions von über 40-Jährigen gelesen. Es hört sich an wie so ein Liebesroman, den so eine... Lustgrotte sagt echt jemand und das ist so das, ne? 55-Jährige verfasst hat und so schreibt, oh ja, und er stieß mit seiner Liebeslanz in meine Lustgrotte ein. Sag mal jetzt, aber was denn jetzt los? Nächster Fakt. Alle Männer, die gerade zugucken und die ein prähistorisches Wesen aus dem 16. Jahrhundert sind und unbedingt eine Jungfrau heiraten möchten. Ist möglich? Christen? Kein Sex vor der Ehe?
Hä? Hä? Jesus und so? Okay. Nicht jede Frau wird mit einem Jungfernhäutchen geboren. Was? Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist immer so. Ja, alles gut. Ich weiß, schockierend, aber es gibt Frauen, die werden ohne Jungfernhäutchen. Weil, sind die dann noch Christen? Das ist die Frage, die mich jetzt interessiert. Sind die dann noch, ist das vom Au... ist das vom... Oh, ich kann es nicht. Komm, ernst. Ist das vom... Ich lasse den Satz weg. Ich finde es selber zu lustig, aber ich kann es nicht sagen. Es ist auch zu hart. Ja, meine lieben Freunde, das Sozial... Entschuldigung. Oh, sorry, Jen. Alles gut. Amazing. It's amazing how we doing here. Synonyme Vagina schließen, Google-Suche, falls das mal auspuppen sollte. Oh, fuck. Ey, sperr mich bitte nicht. Wir gehen nächste Woche essen. Oh Mann, ey, ich mach einfach weiter. Ich weiße Cape, was eine Frau tragen kann. Jetzt bin ich so voll auf Watchtower, weil Twitch-Staff im Chat ist. Alles gut, ja. Was sie zu etwas Besonderem und Wertvollem macht für unsere Gesellschaft. Es kann sein, dass Frauen das einfach gar nicht haben. Es kann auch sein, dass das reicht. Und zwar nicht nur bei Geschlechtsverkehr, sondern auch beim Sport. Was denn für ein... Oh Gott, es ist so schwierig, über alles zu reden. Ich mach das ernst und sachlich. Dann kann mir niemand was vorwerfen. Was? Ich bin 14, Alter. Was denn für Sport? Etwa Reiten? Ich bin raus hier. Tschüss, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Dienstag, Donnerstag, Livestream. Oh Mann. Ich bin 11 Jahre alt. Okay, alles gut. Ich komme jetzt rüber hier. Mann, Alter. Beim Tanzen, was auch Sport ist. Tanzen, ja. Ja. Stell dir mal vor, du bist so dein Leben lang, kommst du klar. Und dann wirst du berühmt. Ich kann nicht drüber reden. Nein, ich habe so viele dumme Gedanken dazu. Und es ist alles nicht korrekt, das zu sagen. Also es sind so richtig dumme Gedanken. Ha, nee, komm, wir lassen Tanzen außen vor. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Ach, wie heißt denn die blöde RTL-Tanzsendung? Sag mal, RTL-Tanzsendung. Tanzshow, Let's Dance. Ah, es ist schon nicht mehr lustig, weil ich einen Witz erklären musste. Los geht's. Es kann sein, dass das einfach reißt. Also, es ist sehr empfindlich. Also, wenn du zum Beispiel dich beim Sport dehnst oder so, dann kann es sein, dass es halt reißt. Tut halt kurz weh und dann war es das halt. Und plötzlich bist du keine Jungfrau mehr und absolut nichts mehr wert. Und vor den Augen Gottes. Oh, ey. Für mich war Kirche immer Horror, ne? Also, das ist ja schon... Schade, du kannst nicht mehr für 1000 Euro auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Und nicht. Also
Also deswegen ist so dieser Jungfrauencheck, den man macht, indem man abcheckt, ob eine Frau ein Jungfernhäutchen hat, ob sie noch was wert ist und was wert ist, um sie zu heiraten. Das ist also nicht 100% verlässlich, weil es einfach Frauen gibt, die wirklich schon den Geschlechtsverkehr hatten, aber trotzdem kein Jungfernhäutchen gibt. Aber generell wäre es toll, wenn wir dieses Konzept von Jungfräulichkeit aus unseren Köpfen schlagen, denn das ist sehr 16. Stimmt. Jahrhundert. Das ist vollkommen richtig. Und richtig. Erzähl uns deine Gedanken. Okay, Daniela, ich erzähl dir gerne an, was ich da gerade gedacht habe. Ich kann das inzwischen auch sachlicher. Also, stell dir mal vor, dein ganzes Leben lang bist du fromm, bist du fromm, christlich, wirst dann sehr berühmt und tanzt dann bei Let's Dance. Und dann auf einmal merkst du, einer Tanzanlage bei Let's Dance, während du mit so einem Uwe aus so einer Tanzschule in Köln tanzt. Ups, das ist Jungfernhäutchen gerissen. Und dann verlierst du. Pilots. Ich weiß auch nicht, warum ich es so lustig finde. Oh Gott. Huh. So, okay, los geht's. Jesus, save me. Huh. Das war sehr kindisch. Sorry. Okay, weiter geht's. Alles gut. Und wir leben nicht mehr im 16. Jahrhundert. Teilweise. Es wählen auch über 20% der Leute die AfD in Thüringen. Gucken, ob wir nicht doch noch im Mittelalter leben. Leutz. Im 21. Kann ich mal kurz drüber reden? Ist kurz Zwischeninfo. Mich hat, oder meine Videos, hat eine linke Nachrichtenseite retweetet auf Twitter und das so mein YouTube-Video von dem Gaming-Ding geteilt. Das fand ich weird. Finde ich auch irgendwie nicht cool. Besonders wenn es so eine News für ausschließlich linke Nachrichten oder so war. Keine Ahnung, habe ich null gerafft. Don't ask, aber fand ich auch weirde. Oh, it's Darko, danke schön für den Sub. Amina Koim. Ich meine natürlich, hallo! Nächsten Jahrhundert, oder? Ja, eine Sache konnte ich mir noch merken. Ja, liebe Freunde, sehr lange her, dass man so geredet. Okay, also eigentlich habe ich so 0,75 Punkte jetzt, Frauenversteherpunkte, weil das eher am Anfang waren keine Fakten und so, aber das hatte ich schon alles richtig. Halt auf. Frauen sind genauso wie wir, egal ob sie da jetzt schon 20 Freunde hatten oder nicht. Versprochen. Wenn eine Person unten in den Kommentaren diese Scheiße mit dem Schloss bringt, von wegen zu sagen, ja, aber ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnen kann, ist der Masterschlüssel. Das sah. Aber ein Schloss, was von jedem Schlüssel geöffnet werden kann, ist einfach nur ein billiges Schloss. Ja, gebe ich zu. Aber meine Mumu ist kein Schloss und dein Lulu ist kein Schlüssel. Okay, du kannst damit keine Schlösser öffnen. Es ist kein Schloss. Es hat nichts mit Verschlossenheit zu tun. Gar nicht. Ja. Vom Kanal. Ich hasse, also das ist absolut katastrophal. Sehr sexistisch. True. Das ist nicht so. Außer ihr wollt wirklich für immer und ewig Jungfrau bleiben. Eines der hartnäckigsten Gerüchte, die es gibt, ist, dass sehe ich Mumus ausleiern. Als ob wir ein verfickter Weihnachtspullover wären. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Was soll das denn jetzt? Das bin ganz klar ich? Ah ja, moin. Großes Uff, gerade mein Chat. Großes Uff. Weil der dicke Onkel getragen hat, so gemacht hat und dann zurückgeht. Und du bist so, oh ja, jetzt ist dieser Pulli viel zu weit. Meine Güte, er ist ausgeleiert. Ich kann ihn jetzt wegschmeißen. So reden leider sehr viele Leute über Frauen. Ha, verstehe, was jetzt kommt. Ich verstehe, was kommt. Das ist ein Pluspunkt. Ist Jen noch da? Guckt Twitch noch zu? Ich formuliere frei. Ich glaube, worauf sie... Okay, Jen ist noch da. Damn. Warum hast du einen Ju-Emote? Hast du bei Ju gesubbt? Sag mal, ist auch okay. Ich kann das schon verstehen. Ist es Ju? Ist es ein Julian Bam-Emote? Ich gehe da... Juba, nice. Bei Julian Bam ein bisschen gesubbt, ne? Ist okay. Ist okay. Bei Julian Bam ein bisschen gesubbt. Damit komme ich klar. Ist okay. Ich habe bis dato nur Soundeffekte. Der Rest ist relativ wack. Das tut mir sehr leid. Whoop.
Dankeschön. Danke, Sunny. Schnell gehandelt. Thank you. So, jetzt, Entschuldigung. Ja, jetzt reicht es mir auch langsam. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber okay, warte, ich wollte mir meinen Punkt verdienen, meinen ersten ordentlichen. Aber das kann, das da kann wieder, das ist, das zieht sich wieder zusammen. Das ist der Fakt. Das passiert nicht. Und zweitens, viele Leute denken, ja, aber wenn eine Frau ein Kind bekommen hat, dann ist sie da unten. Ja, ja, das am Anfang, aber dann zieht sich das, das regeneriert sich und wird dann wieder, will das Wort nicht sagen, wir umschreiben das nur, alles okay, weiter geht's und ich glaube, das ist mein erster Punkt. Hat sich alles verändert, das ist ganz keine Nein, Katastrophe. Nein, es regeneriert Nein, sich. Es gab sogar 1996 dazu eine Studie. Das ist plus 1 Punkt. Das ist plus 1,75. Die behaupten, ihre Frau fühlt sich jetzt so anders an, nachdem sie ein Kind bekommen hat. Und es gibt keinen statistischen Beweis dafür, dass Frauen sich, nachdem sie ein Kind bekommen haben, untenrum verändern. Habe ich doch gesagt. Plus 1,75. Dankeschön. Also, passiert nicht. Es ist nur Einbildung. Vielleicht ist aber auch euer Penis kleiner geworden und deswegen fühlt sich das jetzt anders. Weil, wenn Männer ein Kind bekommen, tendieren die dazu, sehr dick zu werden. Und wenn ein Mann dick wird, dann wird der kleiner. Das kann ja auch passieren. The more you know. Sobald Männer einmal ein Kind produziert hat, wird deren Penis kleiner. Du hast Kinder. Nein. Voll dein Thema. Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich jetzt alle mal. Kann man nicht direkt einen neuen suchen eigentlich. Es ist halt mega assi, so zu reden. Merkst du, ne? Ich hasse das. Ja, haltet die Fresse. Danke. Momos können nichts verlieren. Viele Leute denken zum Beispiel, sie führen sich einen Tampon ein und dann, wenn sie Pech haben, rutscht der durch und dann endet der irgendwo im Körper und irgendwann hast du dann eine Bauchspiegelung. Leute. Das ist anatomisch sehr korrekt beschrieben. Der endet dann irgendwo im Körper. Rein da und dann geht's immer weiter Richtung irgendwo im Körper. Finde ich gut. Schneiden deinen Bauch auf und sind so, sie ist voller Tampon. Ja, so ist das. Das passiert nicht. Am Ende ist Dead End. Der Muttermund ist sehr eng. Da geht nichts durch. Da passiert nichts. Also, nein. Auch wenn das Band abreißt oder so, einmal feste Niesen und dann kommt das schon wieder raus. Das ist ja voll die Superkraft. Kann man dann auch. Ich frage nur mal in den Raum, wenn das wieder rauskommt, kann man das trainieren und dann andere Sachen dann da so, also wie so eine Waffe laden und dann so tschu, tschu, tschu. Dann muss ich sagen, habe ich ab jetzt Angst vor Frauen, die niesen. Danke, dass ihr da wart dafür. Ab jetzt ist Gamescom für mich Horror, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich, aber jetzt ist für mich das ganze Ding Horror. Tja. Gamescom ist schwierig jetzt. Hatschi! Stehst du dann da, ne? Gehst du mal schön durch die große Halle. Hey, können wir vielleicht ein Bild? Hatschi! Was machst du denn dann? Könnte ja jederzeit dann alles rausfliegen. Karten. Dragon Ball Z, Sammelfiguren. Ist ja gefährlich jetzt. Ist gefährlich für mich. Passiert nicht. Sollte man trotzdem nicht als Safe benutzen. Auch wenn es, glaube ich, der sicherste Ort der Welt wäre. Oh Gott, ich hoffe zu reden. Was haben wir noch? Wir haben echt noch richtig viel. Mumus reinigen sich selbst. Das wusste ich nicht, das gebe ich zu. Ähnlich wie so eine Autowaschanlage. Aber eine Autowaschanlage, nur um das kurz nochmal durchzugehen, ist doch, ich benutze mal Anni als das Gesicht ist das Auto und eine Autowaschanlage ist doch hier so ein Ding und hier so ein Ding. Und wenn man dann, das in der Mitte wird gereinigt, heißt auch, wenn man dann da, eigentlich ich lasse sie weiterreden. Ähnlich wie okay, gut. Augen. Kennt ihr das? Ihr rennt draußen rum und irgendwas fliegt in euer Auge rein. Was macht euer Auge dann? Genau.
bluten. Oder, natürlich noch viel wichtiger, da die Frage zu stellen, Jen, dir kommt draußen was ins Auge, was macht dein Auge da? Ist jetzt fies. Jetzt wird mein Twitch-Kanal auf jeden Fall gesperrt, weil Jen ist mal was ins Auge geflogen und dann musste die so eine Augenklappe tragen, weil das was Heftigeres war. Es war ein heftiger Vergleich, tut mir leid, Jen. Ich kann es verstehen, weil ich gebannt werde. Bitte nur 24 Stunden und dann ist es okay für mich. Ich weiß nicht, ob das schon... Okay. Okay. Ich halte einfach mein Maul. Das war's mit dem Essen gehen nächste Woche. Tschüss. Es weint. Nee, nicht mehr Mumus. Irgendwas kommt rein, was sie nicht wollen. Bakterien, irgendein... Scheißdreck. Was machen sie? Sie weinen. Sie weinen nicht. Sie nutzen, es klingt jetzt mega ekelhaft, Scheidenflüssigkeit, damit das Ganze ausgespült werden kann. Das Ganze nennt man Ausfluss. Und das haben Frauen eigentlich den ganzen Monat über. Also dafür gibt es übrigens auch Slip-Einlagen. Noch eine Sache, die Männer irgendwie nicht unterscheiden können. Slip-Einlagen und Binden. Also Binden. Kann ich auch nicht. Verdammt, ey, das ist kein starkes Video für mich. Das letzte Mal war besser. Sind die zusammengefalten, die sind sehr viel breiter, sehr viel länger und vor allem sehr viel saugfähiger. Die benutzt man während der Periode, weil da sehr viel rauskommt, was aufgefangen werden muss. Aber das heißt nicht, dass den restlichen Monat nichts rauskommt. Ganz im Gegenteil, es kommt Ausfluss raus, der ist, wenn eure Freundin euch schickt, Slip-Einlagen zu holen, holt keine Binden und genauso andersrum. Das hat einen erheblichen Unterschied. Man kann das eine, also man kann Binden zwar für statt Slip-Einlagen benutzen, aber Binden sind halt sehr groß und unbequem und eigentlich will man die nicht tragen, wenn man nicht muss. Und Slip-Einlagen kann man nicht bei der Periode benutzen, weil alles einfach drüber läuft. Ich habe davon nichts verstanden. Also ich glaube immer noch, dass das gleiche und das ist wieder nur eine ausgemachte Lüge. Okay, tut mir leid. Hallo Max übrigens. Maximus kurz im Chat. Könnt ihr alle mal ganz kurz... Kurz ein Dankeschön an Max in den Chat, bitte. Max schneidet die Videos für den zweiten Kanal gerade, für Waffelbande, den ihr hoffentlich alle schon abonniert habt. Dankeschön an Max. Danke, Max. Der wird auch höchstwahrscheinlich dieses Video schneiden. Ja. Danke, Max. Kurz ein Dankeschön an Max, bitte. Alle zusammen können wir kurz... Danke. Danke. Hello. Er stellt sich kurz vor. Danke, Max. Danke, Max. Das ist sehr nett. Danke. Danke, Max. Und jetzt gebe ich dir ein Timeout, weil ich Bock drauf habe. Maximus Timeout versetzen. Ja. Timeout aufheben. So, aber wenigstens haben wir es mal gemacht. So, weiter geht's. Null Saugfähigkeit haben. Es ist eher dafür, damit die Unterwäsche nicht direkt so eklig wird, weil die ganze Zeug da reinläuft. Ja, Tränenflüssigkeit. Mumus können echt viel. Es ist sehr, sehr viele Funktionen. Warum ist das so bei einem Geschlecht so sehr komplex und bei dem anderen Geschlecht und bei den 435.900 anderen Geschlechtern natürlich auch, ne? Aber warum ist es, das ist ja, ja... So viele Punkte, die so viele Leute irgendwie nicht wissen, ne? Ach, naja, gut. Weiter geht's! Mumus haben einen Winkel... Boah, sehr hell auf einmal, oder bin ich das? Also, es ist keine Einbahnstraße, es ist... Ja, mein Winkel... Ich weiß nix heute! Also, und ein 130-Grad-Winkel, der nach oben geht und dann macht er den hier. Ach so. Ja, den Winkel kenne ich. Aber ich dachte, da kommt dann noch so ein... Okay. Also, wenn ihr euch wundert, warum ihr keinen Tampon zum Beispiel einführen könnt, liebe Mädels, dann liegt das an dem, in der Ecke. Ihr müsst also um die Ecke denken. Uff! Deswegen, falls ihr euch wundert, warum stoße ich gegen eine Wand, wenn ich versuche, einen Tampon einzuführen, kriegt ihr nicht weiter hoch. Stellt euch vor, ihr geht rein und dann geht so ein bisschen nach oben. Egal, schaut euch einfach sowas an wie Mumu, Querschnitt. Ich darf das V-Wort nicht sagen in diesem Video. Google Bilder und da werdet ihr schon ein paar hilfreiche Fotos finden, die euch helfen, wie das Ganze aussieht. Bitte messt das nicht nach, sich irgendwie ein Geodreieck ein... Uff, ja. Ja, aber danach, wir haben gelernt, ist das Geodreieck sauber. Wird zu nichts führen. Das nicht. Oh Gott. Ja, oh, Jesus. Kein Geodreieck einführen. Weiter geht's, liebe Freunde. Frauen haben sowas wie Lieblingsunterhosen, denn man kann Unterhosen im Laden nicht anprobieren. Aber das haben Männer auch. Ich sag, Männer haben auch Lieblingsunterhosen. Ich bin mir sicher, es gibt Lieblingsunterhosen nicht, aber wegen dem Tragekomfort, sondern weil es Glück bringt. Ich habe eine Glücksunterhose und die habe ich seitdem ich YouTube mache, eigentlich jeden Tag nicht an, weil das wäre voll ekelhaft. Und wenn du Pech hast, dann sind sie sehr eng, zwicken oder rutschen irgendwo dazwischen, wo du sie nicht unbedingt haben möchtest. Und das ist sehr unangenehm. Und deswegen kann jede Frau bestätigen, es gibt Unterwäsche, die wir sehr gerne tragen, weil einfach sehr gemütlich ist. Oder es gibt Hassunterwäsche, wo du einfach denkst, Alter, ich sterbe, wenn ich sie trage und ich trage sie nur, wenn
wirklich nichts an. Ja, kann ich voll verstehen, oder? Also das ist doch jetzt beider geschlechtlich sehr ähnlich, oder? Und man erkennt das doch immer, wenn, wenn Leute dann so vor einem stehen und dann immer so irgendwie machen. Oder dann so in Momenten, wo keiner denkt, so man guckt, aber eigentlich gucken die Leute schon, wenn dann so peripher, so seitlich, wisst ihr, was ich meine, so halt seitlich, so, und dann denken die, sind unbeachtet, und dann machen die so, meistens an der Hüfte irgendwie was ziehen, oder halt dann immer so diesen whoop, whoop, also dass man einmal so in die Beine geht irgendwie und dann, ja, okay. Fräulein Sarah, dankeschön für den Sub. Ich halt wieder den Mund. Gewaschen ist, oder wenn sie sehr hübsch aussieht, du irgendwen beeindrucken willst, aber ehrlich, wirklich, manche Unterwäsche, also das tötet, das tötet. Und natürlich, wenn man mal entspannen will, Satin-Unterwäsche. Tschüss Max, war toll, dass du hier warst. Leute, glaubt uns, es kann wirklich der Albtraum sein. Und wenn ihr eine Frau seht, die irgendwie palettenbesetzte Spitzentangas trägt, wenn ihr sie bei einem Date dann seht, sie mag euch wirklich sehr gerne. Sie leidet gerade schon den gesamten Tag, weil sie dieses Höschen anhat, nur weil sie euch beeindrucken möchte. Spitze und Paletten, sehr unangenehm. Also wenn eine Frau immer sowas trägt, wenn sie euch sieht, sie hat euch sehr gerne. Ich lerne heute noch was. Sehr gerne. Übrigens, Tangas sind nicht immer ungemütlich. Also, es gibt auch gemütliche. Die mit Pailletten besetzten Spitzendinger nicht, aber es gibt auch sehr gemütliche. Meine lieben Freunde, das war's mit... Ich war sehr schlecht dieses Mal. Das stört mich ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Dieses Mal waren es plus 1,75 Punkte. Beim ersten hatten wir 5,75. Jetzt haben wir 1,75. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig.